Guten Morgen und hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde heute wieder mal meinen Tag für euch aufnehmen. Ihr könnt mich heute begleiten. Und ja, ich bin gerade aufgewacht. Wir haben jetzt 20 nach 7 etwa. Ich habe donnerstags immer erst später Schule, also erst um 10. Und das ist jetzt ein sehr entspannter Vormittag. Ich werde jetzt erstmal noch so eine Suppe fertig machen, die ich gestern vorbereitet habe, damit ich halt was zu essen habe heute. Und dann werde ich frühstücken und versuchen, noch ein paar Hausaufgaben hinzukriegen. Ja, und ich zeige euch dann, wie mein Tag so ist. Viel Spaß dabei. Tschüss. So, ich habe jetzt die Suppe fertig und ich habe gefrühstückt und jetzt begebe ich mich noch an die Hausaufgaben. Ich habe jetzt noch ungefähr eine Stunde Zeit, bis ich losfahren muss. Und ich habe jetzt die Hausaufgaben für heute zum Glück schon alle fertig. Aber jetzt mache ich noch ein bisschen Vorarbeit für die nächsten Tage. Das ist ja dann eigentlich praktisch, weil ich dann heute Nachmittag weniger zu tun habe. Beziehungsweise es kommen ja natürlich wieder welche dazu. Weil es immer Hausaufgaben gibt, in unglaublichen Massen. Genau, also los geht's. Hallo. So, und damit bin ich aufbruchbereit. Ich fahre jetzt zur Schule. Wir haben ungefähr 9:30 und ja, ich brauche so 20 Minuten, also muss ich jetzt langsam mal los. Bis dann! Hey. Hallo. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Wir haben jetzt 3:15. Also Schule ging halt bis 3:45 und haben 3:15. Und jetzt denke ich mal, ich ruhe mich erstmal einen Moment aus und dann mache ich Hausaufgaben. Muss ich mal gucken, ob ich das draußen machen kann oder lieber doch reingehe. Aber ja, genau.
Genau. Auf zu den Hausaufgaben. Juhu. Oh, ist das Viech nervig. Also, wir sollten jetzt für Deutsch ein expressionistisches Gedicht formulieren. Und ich habe das gemacht und das sollen Gleise sein. Also, das, es geht um den Zug bzw. um eine Fahrt. Ja, ihr könnt ja jetzt mal pausieren und lesen, wenn es euch interessiert. Und ansonsten mache ich jetzt noch andere Hausaufgaben. Und dann melde ich mich nachher nochmal. So, ich habe jetzt auch noch meine anderen Hausaufgaben fertig gemacht. Ich habe jetzt noch was für Kunst gemacht und zwar erstmal Hieroglyphen. Dann dieses schöne Kunstwerk und diese zwei Schriftstücke. Und zwar haben wir da ein wunderbar künstlerisches Projekt bekommen und zwar mit Kunst, also mit irgendwelchen Bildern oder Briefen oder Texten oder sonst was, eine Biografie von einer Person zu erschaffen. Und ich habe gedacht, ich mache mal was Spannendes. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Tutanchamun gehört habt, aber das war so ein Pharao im antiken Ägypten und der war ziemlich jung und ist ziemlich jung gestorben. Und soweit ich weiß, weiß man nicht so ganz genau, woran und warum. Und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal die Biografie von seiner Mörderin und denke mir aus, wie das wohl passiert sein könnte. Und ja, da habe ich jetzt endlich auch mal ein bisschen was dran gearbeitet. Wir haben jetzt 19 Uhr und vermutlich gehe ich gleich noch mit meiner Mutter bouldern. Ja, das werden wir sehen. Bis dann! So, also bouldern gehe ich jetzt leider nicht mehr, weil Mama zu kaputt ist von der Arbeit und so. Ist ja jetzt auch verständlich, aber ist ein bisschen schade. Mal gucken, was ich dann jetzt noch mache. Eigentlich habe ich so mich voll vorbereitet gefühlt auf irgendeine sportliche Aktivität. Also vielleicht denke ich mir noch irgendwas aus, vielleicht mache ich ja noch ein Workout oder so. Aber jetzt, wo ich nicht muss, Sport machen? Mal gucken. Vielleicht auch noch irgendwas anderes. Ich meine, ich habe auch immer noch genug Hausaufgaben, um den Abend zu füllen. Aber da habe ich halt nicht so Lust drauf. Und die sind auch nicht alle bis morgen. Also habe ich theoretisch noch genug Zeit, um mir irgendwas anderes auszudenken, was ich heute machen kann. Zum Beispiel Sport. So, also sportliche Aktivität gibt es jetzt zwar nicht mehr wirklich, aber ich gehe noch spazieren mit meiner Mutter. Und danach schaue ich einen Film, I guess. So, und jetzt lasse ich den Abend noch ausklingen mit einer Schale Suppe und einem heißen Tee und einem schönen Film. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!